Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, wie man in der Beschreibung oder im Titel schon lesen konnte, geht es heute um diese wunderbare Gala Lauchzelot Box, die leider durch ganzen Weg des Champs Hypes untergegangen ist. Deswegen widme ich mich heute dieser wunderschönen Box. Und würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da für Booster drin sind. Aber das werden wir jetzt sehen. Deswegen einfach mal aufreißen. Auf jeden Fall ist eine wunderschöne Promo drin. Und die ist wirklich schön. Ich würde nicht sagen, dass sie schön ist, wenn sie nicht schön ist, in meinen Augen. Einmal und einmal ein Code. Eine XXL-Karte, die auch schön ist, aber ja. Ja. Dann zweimal flammende Finsternis, einmal Sonne und Mond nach den Flammen und einmal Schwert und Schild. Aber erstmal diese Promo schliefen und den Müll entsorgen. Ja, doch, die ist eigentlich ganz. Die ist ganz nice. Würde ich jetzt behaupten. Code erledigt. Und dann gibt es jetzt ein kurzes Video mit 4 Boostern. Und ich würde sagen, ich fange mit dem neuesten, ältesten an. Mach dann mit dem ältesten weiter und mit dem neuesten. So. Genug geredet. Einmal Schwert und Schild Base Set. Und ich versuche mich nicht spoilern zu lassen. Aber dafür gibt es einen Upside-Down-Code. Und keine Angst, ich habe nur den Code zerrissen. Es geht los mit einer Psycho-Energie. Baldurfisch. Pokekind. Energiesuche. Britzigel. Vulpix. Kleptifuchs. Pupanze. Ein Lumpy. Memeon in Reverse und ein Moruda in V. Erstes Booster, erster Hit. Ich würde sagen, fängt doch schon mal gut an. Wenn jetzt hier noch ein Rainbow Glurak drin ist, dann juhu. Aber ich wäre über jeden Hit schon froh. Natürlich ein Upside-Down-Code. Aber mal sehen. Zumindest schon mal eine Wasserenergie. Sonfett, Bromley, Zablalek, Pampuli, Ladybar, Hoothoot, Alola Vulpix, Trassler, Fluchtzeile in Reverse und eine Lola in Full Art. Ja. Also, Fazit bis jetzt. Die Box gönnt. Oh, yes. Okay. Ich hoffe, du nimmst das auch auf, sonst das alles blöd. Ja. 2 Booster, 2 Hits.
Ich hoffe, jetzt geht's so weiter. So ein Glurak Remax wäre jetzt auch noch ganz nett. So, Upside Down Code. Oh, jetzt eigentlich wäre ich jetzt überrascht, wenn jetzt noch ein Hit kommt. Kampfenergie. Wie Brava. Du Witz. Ich sehe irgendwas glitzern. Rose. Eneko. Wegimak. Golbit. Gelatini. Knackleon. Granowitz in Reverse und ein wunderschönes Donarion Full Art. Full Art. Ja. Drittes Booster. Dritter Hit. Ich würde sagen, das kann man so machen. Uiuiui. Ja. Okay. Ein Glurak Booster. Noch ein Hit und dann war das eine Hitbox. Erstmal ein Code zur Abkühlung. Und dann einmal eine Elektroenergie. Jungblut. Wirscheinwald. Stolrak, Pikulente, Voltilam, Paras, Molimorba, Panzeron, ein Toxel in Reverse und ein Cleopatra. Oh, leider kein Hit. Blöde Boxen. Nur drei Hits in drei Boostern. Ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden mit einer Promo, die ganz nice ist. Mit einem Moruda V, einem Donarion V in Full Art und einer Full Art Lola. Ist echt eine schöne Karte, da ich sowieso ein Lila-Fan bin, wie man vielleicht schwer erkennt. Pink ist auch schön und ja, das Moruda eben. Okay, ich würde sagen, die Box hat doch gegönnt. Danke, Lauchzelot, für diese Dienste. Und somit war es das eigentlich schon wieder mit diesem Video. Wie gesagt, ein kurzes Video. Heute sollte Freitag sein. Das nächste Video kommt Sonntag theoretisch. Und dann gibt's leider auch kein Weg des Champs. Das folgt vielleicht nächste Woche. Sonntag gibt es dann ein Set. Das manche wahrscheinlich nicht mehr sehen können, keine Ahnung. Ich finde es ganz nice eigentlich und ich habe immer noch keine Goldscheine gezogen. Aufgabe für Sonntagsvideo: Goldscheine ziehen. Deswegen gibt es ein 18er Lot Clash der Rebellen am Sonntag. Wer mag, kann vorbeischauen. Kann auch ein Like da lassen oder ein Abo. Und bis dahin freue ich mich jetzt über meine Lauchzelot-Box. Und sag bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.